die kinderkwaliteiten voorstellen. Wie gesagt, wenn ich euch aufrufe, kommt bitte ruhig hier vor die Bühne, bis alle Kinderkwaliteiten dann hier versammelt sind. Wir machen das, damit das auch so ein bisschen alphabetisch geht, von Bettwurst bis Wrestling, soweit Qualitäten vorhanden sind. Wir beginnen mit dem Kinderprinzipal aus Brühl. Und viele Hofdamen, einen möchte ich vorstellen, nämlich
der Bruder der Prinzessin Benedikt Joris. Ihr könnt das nicht sehen von hier oben. Die Damen haben wunderschöne Frisuren. Jetzt geht das auf. Schön, dass ihr da seid. So, wir gehen alle noch weiter nach Hürth und kommen zur Kinderprinzessin aus Hürth-Berger. Von der ersten Berner KG von 1998, 88 e.V. An der Spitze mit ihrer Prinzessin Lea der Zweiten, Lea Schor. Und sie hat auch zwei Pagen nur von euch, heute leider eine Erkrankung. Die Lara Wendel ist erkannt, aber die Laura Flohm ist da. Und auch hier ein langjähriger Prinzessinnenführer, Jürgen Friedrichs. Und auch nach links und nach rechts. Übrigens ist Lea ein großer Fan von Lupo. Haben wir das schon gesehen, die kennen alle Lieder auswendig. Wenn die einmal singt, dann ist sie nicht mehr einzufangen. Wir bleiben natürlich noch in Hürth und kommen zur Kinderprinzessin aus Hürth. Bleib! Die Prinzessin aus Hürth-Gröll wird gestellt, wie immer, von der Dorfgemeinschaft Gröll an der Spitze in diesem Jahr, Kinderprinzessin Lara die Erste, Lara Geiler. Die Pagen sind Melina Kowinski und Isabel Beckmann. Und auch hier ein alter Hase, Prinzessinnenführer Johannes Klose. Und die Betreuerin Sonja Vögel. Wenn ihr da seid, bleibt noch ein bisschen rückt nach links oder rechts, wo ihr Platz findet. Wir sind in Hürth noch nicht am Ende, sondern dieser Ort am Anfang, nämlich jahrelang keine Qualitäten. In diesem Jahr ist es mir gelungen, da sind wir sehr dankbar dafür. Ich darf euch vorstellen, die Kinderprinzessin aus Hürth in Mühlheim. Beide Pagen Alexa Weißer und Bayer Ilschmann. Und auch er hält hier die Mühle zusammen mit dem Prinzessinnenführer Günther Esser. Bei uns seid, geht nach links und nach rechts ein bisschen. Wir verlassen die Stadt Hürth und kommen nach Gerpen, ein Ort, der in letzter Zeit ein bisschen immer wieder in den Schlagzeilen stand. Und die positiven Schlagzeilen macht das Kinderprinzessinnenpaar aus Gerpen-Mahlheim.
von Mannheim an der Spitze mit ihrem Prinzenlehrer, dem ersten Leon Otto. Und der bezaubernden Prinzessin Annika, der ersten Annika Stein. Und hier geht es um eine Marketenderin Queen Hills. Und von hier aus auch einen schönen Gruß an Margarete Böhnen, ja, ein Urgestein des Rheinischen Afras-Karnevals. Herzlichen Dank. Findet nach links oder rechts, wo er Platz findet. Jetzt haben wir ein Dreigestirn, was seine Unterlagen nicht abgeholt hat, aber vielleicht doch im Saal ist, nur vergessen hat, sich anzumelden. Ist das Kinderdreigestirn aus Garten-Sindorf von LSK Sindorf da? Hoffentlich nicht. Dann gehen wir weiter, verlassen auch die Stadt Garten. Und kommen zur Kinderprinzessin aus Kuhlheim. Die ist da. Das weiß ich. Da kommt sie. Sie werden gestellt unter großen Kuhlheimer KG Aalheere von 1927 e.V. an der Spitze mit ihrer Prinzessin Iliana, der ersten Iliana. Thank you.
Schauen wir gleich nochmal, wenn die Großen, die Erwachsenen von den Kirchen kommen, hätten wir alle gerne mal dabei, dass wir ein großes gemeinsames Foto mit allen Erwachsenen von den Kirchen und Kinderqualität machen. Jetzt könnt ihr euch eine Cola oder eine Streicheln und noch ein paar Flachbällchen. Ja, stärkt euch. Herzlichen Dank euch allen. Bis gleich.